Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Let's Play The Binding of Isaac. Ja, mein PC, der hier auch wieder im Hintergrund mit dabei ist. Und ich begrüße euch herzlich und wir zocken heute erstmal eine Challenge und zwar Nine Deaths. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich da gerade Bock drauf, obwohl das eigentlich die beschissenste Challenge ist, die es gibt. Ohne Scheiß. Außer, ja, die 10., die ist schwer, aber dadurch saugeil, weil man dann taktisch handeln muss. Und irgendwie höre ich gerade keinen Game-Sound. Was ich irgendwie uncool finde. Ich guck mal eben. Warum nicht? Ah, hier. Hat man jetzt was? Ach, verdammt. So, oh Gott, das ist jetzt aber wahrscheinlich ein bisschen zu laut. So ungefähr. Ich hoffe, das passt so. Mute. Oh no, ich bin echt so ein Depp. Intelligenter Ge. Oh, das ist aber doch ein bisschen laut. Oh. So sollte es passen. Ich will ja hier nicht übertönt werden, ne? Ich will, dass man das Spiel gut hört und mich gut hört. Aber ich habe ja hier irgendwie Priorität, ne? Ja, sonst könntet ihr euch auch irgendwas anderes angucken von dem Spiel. Zum Beispiel, keine Ahnung. Oh, und da ist auch ein Motorrad gerade. Irgendwie fahren während der Aufnahmen oder während der Aufnahmen bemerke ich das, dass hier immer recht viele Motorräder rumfahren. Oder Roller oder whatever. Oh Gott. Oh, aua! Hey! Okay. Verdammt, ich bin so schlecht. Okay. 4 Cent haben wir schon. Können wir uns schon eine Dose irgendwas von kaufen? Dose Müll. Das wäre doch mal was total Cooles. So, und wir gehen erstmal hier rein. So, hier muss man aber auch sautaktisch handeln, damit man nicht sein Herz verliert. Vor allem so ein Champignon könnte einem jetzt hier einfach mal ein komplettes Leben abziehen. Das wäre total geil. Und ich rede gerade nicht von Herzen, sondern von diesen Leben, die ihr da oben rechts neben den Herzen hier seht. Oder ich kann ja sogar hier so an. Nein, nee, kann ich nicht. Es geht nur mit Ghost-Dingern. Spectral Tears. Dann kann man zum Beispiel seine Spacebar oder so anschießen. Das ist recht lustig, wenn man dann zum Beispiel jetzt mal was zeigen will oder so. Oder sonst auch jetzt nicht wirklich so sinnvoll in dem Game, zum Gameplay. Bringt es einem nicht viel. Sagen wir mal so. So, und so sagen ist ziemlich gut, denn, naja, egal. Boah. Wer sagt's denn? Können wir uns überlegen, ob wir nicht sogar noch in den Shop gehen, anstatt, ja, jetzt erst recht, anstatt in den Goldraum. Ach, da brauchen wir gar keinen Schlüssel für. Ah, doch, ja, wir haben jetzt noch einen. Dann gehen wir noch auch noch in den Shop. Aber jetzt auch Money is Power freigeschaltet. Das ist ein ziemlich cooles Item, das, was wir hier bekommen haben, jetzt so. Naja. Bei Money is Power, wenn alle 5 Cent wird ein Damage hinzugefügt. So, die Nonne ist aber auch gut. Wenn man Damage bekommt, wird, wie heißt es? Wird hier. Sag an. Genau, wird einer von diesen Balken hier wieder aufgefüllt. Ich benutze die Dinger meistens nur beim Boss, deswegen sind die jetzt. Ist das Item jetzt nicht so gut, weil die dann eigentlich beim Boss schon immer wieder aufgeladen sind. Aber vielleicht kann man sie auch so mal benutzen. Bei dem jetzt vielleicht eher weniger, aber so beim Book of Revelations. Ja, geil, da habe ich ja jetzt viel mit erreichen können. Ist auch schon ziemlich praktisch, wenn man dann mal so ein. So öfters, weil man das benutzt man ja, wenn es ready ist, wird es benutzt, weil man ja dann dadurch einen Soul Heart bekommt. So, und ich weiß jetzt auch, wie die Herzen heißen, die heiligen Herzen. Ich weiß, wie die heiligen Herzen heißen, und zwar Holy Hearts oder heilige Herz halt, heiliges Herz. Und zwar sind das die, wenn man halt nach der Etage dann dafür sein Dings zurückbekommt. Also wenn man dann das nach Beenden der Etage bekommt man dann halt. Also wenn man in die nächste Etage geht, verdammt, bekommt man dafür dann halt sein. Hier, sein Container, Herzcontainer. Bekommt man einen Herzcontainer dazu. So, komm. Es wäre doch noch cool, hin und wieder mal zu treffen. Mein Range ist jetzt noch nicht so hoch. Das wäre ziemlich nice, wenn die nochmal was höher gehen würde. Weil das.
echt ziemlich wichtig ist, weil man nur einen Herzcontainer hat und richtig aufpassen muss. So, Shotspeed ist jetzt auch schon mal gar nicht so schlecht. Eben habe ich die Mission schon mal gespielt, aber da habe ich dann, Geheimraum haben wir schon gefunden. Da hatte ich dann die Zitrone, dass man die halt so gelbe Tränen, die irgendwie aus der Mitte des Körpers kommen, ganz komisch. Das sind vielleicht sogar gar keine Tränen, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, wenn, dass man dann halt damit, wir holen jetzt erstmal nur den Schlüssel. Hier, dann hat man halt maximal Shotspeed, aber dafür nur noch die geringste Range. Und das war halt echt, aua, verdammt, jetzt muss ich aufpassen. Das hier irgendwie taktisch, ich glaube jetzt irgendwie nicht so gut. Okay, jetzt sprengen wir den hier erstmal. Okay. Schon mal ein bisschen besser jetzt. Aha. Man merkt, wie super das funktioniert. Okay. Jetzt bist du noch dran. Den können wir auch so holen. Fast. So, und unser Item ist wieder aufgeladen. Hier werde ich das jetzt nicht benutzen. Und mal gucken, was in dem Gold Raum ist. Oh, hier brauchen wir jetzt nochmal eine Bombe. Sind das nicht sogar die, die sich am Ende wegbomben? Probieren wir es mal mit einem aus. Na, mit welchem? Komm jetzt. Lauft nicht da lang. Wäre cool, wenn ihr mal hier so kommt. Und dann dahin. Einer kommt zu dem blauen Schatten. Ja. Ah, verdammt, sind nicht die Bombendinger. Schade. Sonst wäre der blaue Stein jetzt weggebombt. Aua! Weggebombt. Also müssen wir jetzt noch auf eine Bombe hoffen. Irgendwo ein Schlüssel, ja. Juhu. Das ist das. Ah, Sister Maybe. Sister Maggie meine ich, nicht Sister Maybe. Ich dachte erst, das wäre das Harkelin Baby, was in beide Richtungen schießt. Aber es ist Sister Maggie. Sister Maggie ist ziemlich nützlich, wie ich finde. Ist halt ein Begleiter, der Damage macht. Und die Katze zählt aber nicht als Begleiter, denke ich mal. Wäre sonst ziemlich doof. Verdammt, da kommen wir jetzt auch nicht mehr ran. Aber ich würde halt sau gerne noch an Dings kommen. Hier, an dem blauen Stein. Weil da ja sogar ein Damage-Up drin sein kann. Und das wäre jetzt schon ziemlich, ziemlich episch. Wenn man damit halt echt gewonnen hat. Mit so einem Damage-Up macht dann. Ich weiß nicht, wie viel macht das? Zwei Striche macht das, glaube ich, in dieser Leiste, wenn man Escape drückt. Also das hier. Hier zwei Striche macht das, glaube ich, hinzu. Und das macht einen schon ziemlich stark. Also da kann man sich nicht beschweren. Und das, oh, Sloth, der kann mir eventuell sogar eine Bombe geben, glaube ich. Ich glaube, der hat mir mal eine Bombe gegeben. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Vielleicht war es auch der Super Sloth. Sloth. Also mit diesem TH haben wir Deutschen das ja irgendwie nicht mit der Aussprache. Also das englische TH. Da habe ich schon, ah, verdammt. Two of Diamonds verdoppelt das Geld, glaube ich. Wir gehen hier mal rein. Ah, super. Eine Bombe für 5. Gucken, ob wir noch irgendwo Geld finden. Ansonsten überlege ich mir, ob ich mein Geld verdopple. Two of Diamonds war doch Geld verdoppeln, oder nicht? Wenn ich mich jetzt irre, wäre das ziemlich kacke. So, und da können wir auch den hier so penetrieren. So. Und die schwarze Fliege ausgeschaltet. Ja doch. Ja. Ich glaube, ja, wir verdoppeln das Geld und kaufen uns. So, wir kaufen uns die Bombe. Und ja, da ist sie, da ist sie. Oh, eine Bombe. Oh mein Gott. Und ich wette, jetzt bekomme ich nur irgendeinen Blödsinn aus dem blauen Stein. Wahrscheinlich eine Bombe. Das wäre total geil. Da würde ich mich total freuen. Nicht. So, wo war sie denn? Hier. Hier war der blaue Stein, nicht die blaue Steine, aber die Bombe. Ey! Oh. Ja, okay, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Zwei haben wir wieder. Zwei Opala. Zwei Münzen. Und wir holen uns jetzt noch die andere Kiste. Da ist also die andere Goldtruhe. Da kann ja eventuell sogar ein Dings drin sein. Ein Item. Oh, hoffentlich reicht das. Ja, hat gereicht. Kein Geheimraum.
Und es war aber ziemlich viel. Oh, es war ziemlich viel Geld drin. Da gehen wir jetzt doch nochmal eine Runde shoppen. Also hat sich doch gelohnt, in dem Shop einzukaufen. Ich dachte eher, dass das nicht so sinnvoll war. Bitte was Positives. Friends till the end. Naja. Vielleicht kriegen wir nach dem Boss noch die Krone. Dann können wir uns vielleicht sogar noch was Cooles im Shop kaufen. Also die Krone spawnt ja immer ein bisschen Geld um einen. So, und wir gehen jetzt einfach mal zu dem Boss. Haben noch kein Leben verloren. Bam. So, direkt einen komplett ausgeschaltet. Ich frage mich, was das ausgeschaltet hätte, wenn der noch größer wäre. Also wenn der. Ja doch, das hat ja. Das Ding hat ja jedes einzelne Teil. Einzelne Teil von ihm ausgeschalten. Also jeden einzelnen Teil an seinem Körper, das von diesen Kreisen da. HP ab. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht, muss ich schon sagen. Und hier der Kakao hängt ein bisschen in der Luft. Fällt hoffentlich nicht auf uns runter und ja doch, wir gehen noch in den Raum. Wenn wir ein bisschen anders gestalten. Da ist der Geheimraum. Aua. Ich wurde hart getroffen. Ne, wir waren noch nicht im Geheimraum. Sieht man immer an der Karte. So, und da ist unser Item auch wieder voll. Wir gehen aber jetzt. Ja doch, komm. Können wir ja machen. Haben nur genug Herzen hier herumliegen. Dass wir das einfach mal so mitnehmen. Damit haben wir keine Bombe für den Geheimraum verschwendet. Da haben sogar noch coole Sachen daraus bekommen. Nee, danke. Ich habe ja nicht mal einen Schlüssel. Würde ich wahrscheinlich aber so auch nicht machen. Ach stimmt, wir haben ja den Kompass geholt. Stimmt, dann sehen wir das ja jetzt alles. Stimmt. Das ist cool. Dann können wir auf jeden Fall immer den Goldraum suchen. Suchen können wir ihn sowieso. Achso, wir sind jetzt tot. Aber es ist schon. In der Karte sieht man dann auch noch den Geheimraum. Die Karte wäre auch noch super. Aber so. Oh, überall diese Goldtruhen. Wo hätte ich jetzt gern Skeleton Key und irgendwie so 20 Bomben oder so. Oder sogar noch die 99 Bomben-Ding. Das Ding da. Aber ich glaube nicht, dass das so häufig zu bekommen ist. Und ein Schlüssel wäre jetzt nicht verkehrt. Da liegt zwar noch einer rum, den muss man sich, glaube ich, frei sprengen. Ich weiß es gerade nicht. Aber wir schauen erstmal, ob wir hier irgendwo noch über einen normalen, legalen Weg ohne terroristische Hintergründe. Natürlich ist das Sprengen nichts Terroristisches, sondern einfach nur das Verlangen nach dem Schlüssel. Um den. Aua! Um in den goldenen Raum zu kommen. So. Und ja, worum ging's nochmal? Genau. Dann, ob wir halt noch in der Ebene hier normal einen Dings finden. So, hier bitte einmal hinschießen. Komm schon. Los, Feuer. Danke. Oh, hat nicht gereicht. So unverschämt irgendwie. Los, nochmal, komm. 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 Jetzt nicht. Oh. Hörst du mir denn nicht zu? Danke. Sehr, sehr nett von dir und dann bist du auch gleich tot. So geht man mit Leuten um, die einem was Nettes getan haben. Also hier, ich könnte Tutorials machen, wie ich finde. So, wir haben keinen Schlüssel bekommen. Ich würde ja jetzt hier nach dem Geheimraum suchen. Mache ich aber nicht. Sondern ich hole mir den Schlüssel. Denn der Goldraum ist immer noch ein bisschen besser als der Geheimraum, wie ich finde. Da kann man ruhig eine andere Meinung haben als ich. Ah, don't spill it. Und nicht don't split it. Warum sagen wohl viele don't split it? TT sagt's. Ah, verdammt, ey. Und dann haben sich das wahrscheinlich alle angewöhnt. Naja. Wir gehen hier rein, da wir dann noch ein Herz rumliegen haben und sehen, dass da der Geheimraum ist, werden aber rausgeportet und kaufen uns das Book of Belial. Weil, glaube ich, wenn wir sterben, eh nur noch einen Container haben. Book of Belial. Unseren Schaden verdoppelt. Ich weiß, das hatten wir letztens schon und bla und blub, aber naja. So ist das. So, und dann gehen wir hier runter zum Boss. Und das ohne Bombe und Schlüssel. Ich hasse das eigentlich, wenn man so wenig hat. Das hasse ich einfach. Ich hasse es. Oh, Pestilenz in der Form.
Hatte ich den schon mal? Ich glaube nicht. Schießt jetzt keine normalen Bomben? Also das wäre jetzt schon ein bisschen enttäuschend sogar. Also, ja, diese Gift-Dinger nicht, meine ich. Aua. Verdammt, jetzt muss ich aufpassen. Weil sonst Ende ist. Dann ist auch mein Buch nicht mehr... Puh! Doch, mein Buch ist aufgeladen irgendwie. Komisch. Aber trotzdem nicht so cool. So, und dann ist auch wieder der normale Pestilenz. Ob das... Ey, WTF. Jetzt ist es nicht mehr aufgeladen. Das jetzt so gut ist, ist fraglich. Ob's, also wenn es halt der normale Pestilenz ist, dass wir tot waren, ja sowieso. Ist total gut. Zumindest für Pestilenz. Oh, jetzt mache ich so wenig Schaden. Aua. Lasst mich in Ruhe. Jetzt ist auch mein Buch wieder ready. Aber jetzt... Oh Gott. Jetzt bin ich auch ready für den Tod, bereit. Sozusagen. Und deswegen hasse ich diese Challenge. Weil dann hier immer muss man immer die Bosse neu starten. Und das wird, dadurch wird es auch nicht unbedingt cooler. So, wir ignorieren jetzt erstmal hier dieses Ding, diesen Wurm. Ey. Wenn ich jetzt noch einmal an den drauf gehe, dann beende ich zwar nicht den Part, aber dann mache ich irgendwas anderes, aber nicht mehr diese Kack-Mission, ey. Die ist richtig, richtig ärgerlich. Ich meine, wer startet denn bitte seine Sachen neu? Und ich glaube, wir lassen uns hier einmal Damage... Das Gift macht so viel? Okay, das machen wir. Da starten wir jetzt nicht neu. Oder machen wir was anderes, weil jetzt, das war ja meine Schuld. Ich dachte, das Gift macht einen Schaden. Also ein halbes Herz weg. Dann könnten wir nämlich wieder unser Buch benutzen und hätten sogar noch diesen Don't Spill It-Effekt auf dem Boden. Wäre ziemlich praktisch gewesen. Wäre es denn dann so gewesen? War es jetzt aber nicht. Was jetzt irgendwie ein bisschen doof ist. Weil wir jetzt nur noch 5 Leben haben. Boah, das war jetzt aber auch ein bisschen knapp, oder? So. Und. Komm schon. So, schalten wir dich auch nochmal aus. So, die Fliegen sollten auch recht schnell kaputt sein. So, komm, jetzt den sollte ich jetzt aber noch schaffen, oder? Der ist ja nicht schwer. Ja, ja, ich bin so gut. So, da drin waren wir aber, glaube ich, schon. Ja. Wir könnten das Ding jetzt theoretisch wieder mitnehmen. Und es benutzt so ein... Aber wir nehmen das Buch mit. Das Buch nehmen wir mit. Danke. Und, ja, in den Shop kommen wir nicht mehr, aber wir können runter in The Caves. Ich trau mich. Und, ja, oh. Sehr effektiv, muss ich schon sagen. So, und wir versuchen jetzt mit unserem Kompass mal... Habe ich nicht eben Sister Maggie gehabt? Warum habe ich jetzt Brother Bobby? Hä? Weil ich jetzt gestorben bin, oder wie? Tauschen die sich dann immer aus, oder was? Das ist jetzt ein bisschen komisch, ne? Na, egal. Ja, wir versuchen jetzt mal zu dem Gold Realm zu gehen. Oh, da haben wir auch schon den Schlüssel dafür. Ich gehe einfach mal hier lang. Wir sehen ja durch den Kompass ungefähr, wo der... Also, wir sehen nicht ungefähr, wo der ist. Wir sehen, wo der ist. Wir wissen nur nicht, wie man da hinkommt. Aua. Das war jetzt nur was in Kombination mit der... Alter. Das wäre jetzt nur was in Kombination mit der Karte. So. Komm. Okay. Komm. Okay. Komm, komm. Nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen. Und. So. Aua. Ich dachte schon, dass ich so nah dran stand und das so gefährlich aussah. Evil. So, den Automaten. Könnten wir theoretisch sprengen. Machen wir aber nicht. Weil wir keinen Schlüssel haben. Zum Sprengen. Ja, das nehmen wir. Jetzt geht's um die Wurst. Oh, nee. Beide in einem Raum. Das wird jetzt lustig. Vor allem, wenn wir sterben, sind wir zwar raus, aber haben wieder ein Leben weg. Verdammt! Puh.
Naja, egal. Den Lippenstift haben wir immer noch. Den kann uns keiner mehr nehmen, unseren Lippenstift. Hatte ich nicht eine Bombe? Ah, ne, Schlüssel habe ich eben noch bekommen, ne? Schade. Ich hätte eigentlich gerne noch eine Bombe. So. Und. Ja, da. Und so, so schreibt man das oder spricht man es aus. Oh, das Item ist cool. Plopp. Das ist das Piep-Item. Ist jetzt. Das ist gar nicht so schlecht. Wir versuchen mal direkt zum Boss zu gelangen. So, der macht den Fässern irgendwie kein Damage. Oder hat nicht ordentlich getroffen. Alles möglich. Und ich will nicht drauf gehen hier eigentlich. Nicht vorm Boss. Das wäre peinlich. Okay, es hat geklappt. Aber wir bräuchten noch ein Herz. Da liegt keines mehr rum. Das heißt, wir versuchen es jetzt erstmal so gegen den Boss. Och nee, gegen Gertie. Das könnte ziemlich knapp werden. Ja, nee, das schaffen wir locker. Ja, ich mache erstmal nochmal einen Raum. Damit das Buch wieder aufgeladen ist. Zweimal können wir noch drauf gehen, dann ist Ende. Bombe liegt da noch. Die lohnt es sich nicht. Ja, eigentlich lohnt es sich nicht, die freizusprengen. Allerdings könnte man da theoretisch eine, eine Dings bekommen. Oh, Lucky Toe. Weiß ich gerade nicht wirklich, was das bringt, aber es ist immerhin ein Trinket. Und wir hatten noch keins. Und wir nehmen das hier mit. The Hermit, das teleportiert uns irgendwo hin, das weiß ich. Aber wir machen jetzt erstmal noch einen Raum. Obwohl, wir gehen hier rein, haben unser Buch wieder voll und... Oh, oh nee! Wir werden zu Krampus geportet. Boah, Mann! Puh, da wollte ich mich gerade wegporten. Ich überlegt habe, nee, das wird nichts. Und dann passiert sowas. Ey, komm. Das ist doch nicht nett. So, jetzt dürfen wir noch... Also, jetzt dürfen wir nicht mehr sterben. Aber jetzt... Wenn wir einmal... können wir noch leben, sozusagen. Dann nicht mehr. Dann wird uns dieses Privileg entzogen. Das ist doch mal was Nettes. Oh, Money, ey. Ich spiele nicht für Money hier. Ich spiele hier für Tobi. Ah, nee, für sowas spiele ich zum Beispiel. Für so ein Herz. Und dann ist es auch sehr nett, wenn man eins bekommt. So, wir verschieben jetzt hier erstmal ein bisschen. Dass wir uns gleich erstmal das Einzelne holen können. Nachdem wir hier gespendet haben, unser Spacebar-Item wieder voll ist. So, und dann spenden wir nochmal. Kriegen leider kein HP ab. Nur ein HP wieder auffüllen. Naja, wäre nicht mal. Jetzt haben wir das C-Store-Magi. Scheint sich echt so zu wechseln. Hm. Da kommt nochmal so eine Herzkombination. Schade. Schade. Okay, dann ab zum Boss. Auf ein nächstes oder auf ein neues und vor allem auf ein troll ich mich gerade selber oder troll ich mich gerade selber? Auf ein neues und auf ein letztes. Okay. Langsam sollte ich es gesagt haben, hoffe ich mal. Und wenn das jetzt nichts wird mit dem Boss, dann machen wir irgendwas mit einem normalen Char, glaube ich, keine Mission. Ich glaube Kane, weil Kane ziemlich cool ist. Kane ist der coolste hier. Hey Mark, wer ist der coolste hier? Du nicht. Ich aber. Nein, natürlich nicht. Ich bin ja hier die ganze Zeit am Weinen, wie ihr ja seht. Und der kann ich ja nicht so Ghetto MC sein, weißt? Okay, ich sollte das lieber lassen, glaube ich. Okay. Und laufen, damit der uns nicht im Stehen erwischt, sagen wir mal so. So, komm. Den könnten wir noch schaffen. Aua! Verdammt! Und dann nicht mal das Stone Spill It in ihn. Aha. Puh!
Ah, verdammt, ey. Okay, ich render das jetzt und danach nehme ich noch eine neue Folge auf oder währenddessen. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und vergesst nicht zu bewerten.